Ja, einen schönen guten Abend, liebe Gäste. Ich möchte Sie ganz herzlich zur Eröffnungsshow der Mercedes-Benz Fashion Week hier in Berlin begrüßen. Mein Name ist Jens Kunert, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung für Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland und verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine haben wir uns nicht leicht gemacht, zu entscheiden, die Mercedes-Benz Fashion Week auch stattfinden zu lassen. Niemand kann das Außengeschehen zurzeit unberücksichtigt lassen. Es ist uns aber auch wichtig, über unsere langjährige Förderung der Mercedes-Benz Fashion Week den internationalen Nachwuchs in der Modebranche weiterhin zu unterstützen. Außerdem glauben wir an das verbindende Element von Mode, Kunst und Design. Und gerade jetzt können wir einen Beitrag leisten, auch hier mit der Mercedes-Benz Fashion Week. Sozialer Zusammenhalt ist in diesen Tagen wichtiger denn je. Auch wir möchten einen Beitrag leisten und die Mercedes-Benz Fashion Week engagiert sich mit einer stillen Auktion. Was heißt das? Die Kollektionsteile stammen von den Designerinnen und Designern, die in den nächsten Tagen hier ihre Kollektionen vorstellen werden. Und die Auktion ist bereits angelaufen und läuft noch bis Mittwochabend über die Kanäle der Mercedes-Benz Fashion Week. An dieser Stelle möchte ich mich deshalb ausdrücklich bei allen Designerinnen und Designern bedanken, die sich bei dieser Aktion beteiligen. Der gesamte Erlös der Auktion wird gespendet, und zwar an die Caritas, die sich damit in der Ukraine engagiert. Auch wir als Mercedes-Benz Deutschland werden den Betrag am Ende erhöhen. Ein schönes Beispiel für sozialen Zusammenhalt und auch gegenseitige Hilfe ist für mich auch, dass der ukrainische Designer Jean Gritzfeld seine Kollektion am Mittwochabend hier zeigen kann. Er selbst kann aus den bekannten Gründen nicht persönlich teilnehmen. Auch seine Kollektion konnte nicht hierher geliefert werden. Viele helfende Hände haben sich daher beteiligt und jeden Look, jedes einzelne Teil nachproduziert und genäht. Und auch die Produktion seiner Show wurde von Nowadays, unserem Partner, übernommen. Für mich ein schönes Zeichen. Jean Gritzfeld wird auch über eine Videobotschaft sich an Sie und die Gäste der Mercedes-Benz Fashion Week am Mittwochabend wenden. Wir sind in Gedanken bei ihm, bei seiner Familie und bei allen anderen Menschen, die wegen dieses Krieges leiden müssen. Ich bitte Sie daher, den Opfern dieses Krieges nun in einer Schweigeminute zu gedenken. Es fällt mir persönlich nun schwer, von so einer Schweigeminute wieder zurück auf das heutige Programm zu kommen. Lassen Sie mich da noch eins sagen: Wir alle hoffen auf baldigen Frieden. Liebe Gäste, Berlin ist der wichtigste Standort für die Modebranche in Deutschland. Dies ist auch der Verdienst der Politik hier in der Hauptstadt, der seit Jahren sehr, sehr viel dafür tut. Daher geht ein ganz besonderer Dank an dieser Stelle der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Für Kreativ- und Medienwirtschaft ist Tanja Mühlhans hier stellvertretend bei uns.
Lassen Sie uns nun gemeinsam den Blick richten auf die Designerin, die den Auftakt der Mercedes-Benz Fashion Week gestaltet. Sofia Ilmonen. Sie stammt aus Helsinki und ist Absolventin der renommierten London College of Fashion. Im vergangenen Oktober wurde sie von der Jury des Festivals Hyères für ihre nachhaltige Kollektion mit dem neuen Mercedes-Benz Sustainability Prize ausgezeichnet. Es freut mich daher sehr, dass mit Sofia die erste Preisträgerin unseres neuen Engagements für eine nachhaltige Zukunft der Mercedes-Benz Fashion Week und der Mode heute hier in Berlin ist. Ich wünsche Ihnen nun viel Inspiration mit der Show von Sofia Ilmonen. Danke. I was inspired by the idea of hope and freedom. And being able to peel back the layers and reveal the femininity yet playfulness within. The unique structure of the modular design can be reassembled again and again, which allows endless modifications or complete transformations on the style without any sewing. And therefore evolve in spirit and in form. The colors of the collection reflect the sense of optimism that is so much longed for.